Es klingt fast unglaublich, aber Deutschland war einmal globaler Photovoltaik-Vorreiter mit einem Weltmarktanteil von 20%. Sogar 50% der weltweit aufgebauten PV-Anlagen wurden 2007 bei uns in Deutschland installiert. Und Qcells und SolarWorld, zwei deutsche Unternehmen, waren die größten Photovoltaik-Hersteller der Welt. Doch von dem Boom ist offensichtlich nichts übrig geblieben. Beide Firmen gerieten in die Insolvenz, das Geld verdienen nun andere. Wie konnte das passieren? Und warum es Anzeichen für ein wahres Comeback der deutschen PV-Industrie gibt? Darum geht's jetzt, lehnt euch zurück und lasst mir ein Abo da. Im Jahr 1991 führte Deutschland das weltweit erste Ökostrom-Einspeisegesetz ein. Erzeuger von erneuerbaren Energien wurden mit einer staatlich geförderten Mindestvergütung für ihren grünen Strom belohnt. Im Jahr 2000 wurde dieses Gesetz unter rot-grüner Regierung durch das Erneuerbare Energiengesetz, kurz EEG, ersetzt, welches als Startschuss der deutschen Energiewende gilt und die Vergütungssätze für Photovoltaik unglaublich stark anhob, sodass Erzeuger für Strom, der aus Photovoltaikanlagen in das deutsche Netz eingeführt wurde, unglaubliche 48 Cent pro Kilowattstunde erhielten. Zum Vergleich, heute erhält man etwa 8 Cent pro Kilowattstunde und damals waren 48 Cent ja auch noch mehr wert. Die Folge war ein Boom der PV-Industrie in den Jahren 2009 bis 2014. Die Anzahl der Photovoltaikanlagen schoss nach oben, die installierte Leistung in Deutschland hat sich mehr als verfünffacht, allein im Jahr 2010 wurden 20 Milliarden Euro in die Branche investiert. Aber das EEG nützte nicht nur Deutschland. Das EEG-Instrumentarium wurde international stark beachtet und diente vielen Ländern als Vorlage für ähnliche Regelungen. Wir waren hier richtige Vorreiter. Es geht so weit, dass die Internationale Energieagentur Deutschland 2013 dafür lobte, die Kosten für die Gewinnung regenerativer Energien erheblich gesenkt zu haben. Durch Schaffung des internationalen größten und sichersten Absatzmarktes für PV über mehrere Jahre habe Deutschland die Skalierung, Technologieentwicklung und Preissenkung wesentlich beschleunigt. Weltweit. Als das vermutlich erfolgreichste Entwicklungshilfenprogramm aller Zeiten in diesem Bereich bezeichnete Bodo Hombach das Programm 2013 im Handelsblatt, welches PV-Strom sogar in Entwicklungsländern erschwinglich gemacht und dadurch erhebliche Mengen CO2 eingespart habe. Doch 2011 war der Erfolg vorbei. Es folgte eine riesige Pleitewelle der Solar- und PV-Industrie. Beinahe im Wochentakt gingen PV-Hersteller pleite. China subventionierte die Sonnenenergie im eigenen Land, stellte günstige Kredite aus und baute die eigenen Solarfirmen zur Weltmacht auf. Chinesische PV-Anlagen wurden in großen Mengen günstiger als deutsche verkauft, was zu einem gewaltigen Preis- und Margendruck und zu viel Angebot und zu wenig Nachfrage auf dem Weltmarkt führte. Gar zu Dumpingpreisen sollen chinesische Anlagen verkauft worden sein. Die Förderungen der kommunistischen chinesischen Regierung seien so hoch gewesen, wie es in der Europäischen Union wettbewerbsrechtlich nicht möglich gewesen wäre. Die EU entschied sich 2013 als Gegenmaßnahme für Strafzölle gegen chinesische Dumpingprodukte. Doch gleichzeitig gingen die Förderungen aus dem Erneuerbaren Energiegesetz von Jahr zu Jahr zurück. Der damalige Bundesumweltminister Röttgen hielt das im Hinblick auf die gewaltigen Fördersummen für unvermeidlich. Wir müssen die Kosten im Blick halten. Die Branche müsse der asiatischen Billigkonkurrenz mit Innovation begegnen. Wer nicht anpassungsfähig ist, der wird ein Opfer. Gleichzeitig sagte er, ich will, dass unsere Industrie überlebt, sonst hätten sich die Fördermilliarden der vergangenen Jahre nicht gelohnt. Doch die Pleitewelle setzte sich fort. Die extremen Kürzungen der Fördermittel während schwarz-gelber Regierungen im Jahr 2012 und auch Kürzungen von Förderungen in benachbarten Ländern wie Spanien, welches das deutsche EEG kopieren wollte, dann aber merkte, dass es gar nicht das Geld dafür hatte und als einer der Hauptabnehmer der deutschen Industrie wegfiel, führten dazu, dass die Zahl neuer Anlagen mit einem Schlag um fast 85% einbrach. Dabei seien in all diesen Jahren die Subventionen für fossile Energien deutlich höher gewesen als für die erneuerbaren, sagen Kritiker. Es sei außerdem ein Fehler gewesen, die PV-Industrie hoch zu fördern, als sie noch extrem teuer war und fast niemand in der Welt die Module kaufen wollte, und dann kaputt zu kürzen, als China, Indien und die USA einstiegen und riesige wachsende Absatzmärkte für die deutschen Hersteller entstanden, kommentierte Volker Quatschning. Die Politik
Politik sah anscheinend nur die Kosten und nicht die Investitionen, die sich rentieren könnten. Doch auch die PV-Industrie selbst soll Managementfehler gemacht haben. Eins verdiente die Industrie ihr Geld durch das EE-Gesetz im Schlaf. Manche Firmen sollen sich aber teilweise darauf ausgeruht haben, eine überdehnte Expansion in andere Geschäftsfelder getätigt und wenig Geld in ihre Forschung und Entwicklung gesteckt haben. SolarWorld zum Beispiel soll einen langfristigen Abnahmevertrag für Silizium zu einem festen Preis unterschrieben haben. Als Silizium dann aber plötzlich spottbillig wurde, fielen sie in ein Verlustgeschäft. Aus großem Druck von China auf den Weltmarkt, mangelndem Rückhalt aus der Politik und schlechter Firmenpolitik folgte dann der Absturz der deutschen PV-Industrie innerhalb von 2 Jahren vom Hoffnungsträger und Börsenstar in die Masseninsolvenz. Von 20% Marktanteil auf 6,7% in kürzester Zeit. 2011 arbeiteten fast 160.000 Menschen in der Branche, heute sind es etwa 110.000 weniger. Heute kommen die größten PV-Hersteller aus China, den USA und Kanada. Deutschland hat die Industrie mit aufgebaut, doch das Geld verdienen jetzt andere. Aber die Geschichte ist noch nicht vorbei. Nach der Pleitewelle blieben noch einige deutsche Anlagen- und Elektronikhersteller, die PV-Teile herstellten, bestehen. SolarWatt, Hackard Solar und Exxon sind Beispiele für die Überlebenden. Und die Hoffnung für die deutsche PV-Industrie ist tatsächlich noch nicht aufgegeben. Der jährliche PV-Zubau in Deutschland entspricht jetzt endlich wieder der Kapazität von 2012. Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, den Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch auf 80% anzuheben bis 2030. Der PV-Ausbau soll dafür verdreifacht werden. In der Forschung und Entwicklung von Solarmodulen ist Deutschland weiter vorne mit dabei, auch die Anlagetechnik wird noch weltweit exportiert. Vertreter der Solar- und Windindustrie haben sich mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck getroffen, um klare Forderungen für den Wiederaufbau der PV-Industrie in Deutschland zu stellen. Er möchte die heimische Solarfertigung wieder unterstützen. Und das könnte gar nicht mal so unerfolgreich werden. Der deutsche Solartechnikhersteller SMA Solar etwa aus Kassel geriet damals ebenfalls in die Krise, konnte sich aber retten und befindet sich heute wieder auf einem richtig guten Weg. Der Auftragsbestand der Firma war Ende 2022 auf historisch hohem Niveau, was Erlöse wie zu einstigen Glanzzeiten erwarten lässt. Und auch andere deutsche PV-Unternehmen haben sich wieder erfolgreich auf dem Markt positioniert. Was denkt ihr? Steht ein zweiter Boom der deutschen Solar- und PV-Industrie bevor? Für mehr Analysen abonniert meinen Kanal. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.